Generation Loki und Smokey. Herzlich willkommen. Loki? Ja, Helmut? Frag mich mal was. Was denn, Helmut? Irgendwas. Helmut, kannst du mir nicht mal bei der Krippe helfen? Ich hab das Gefühl, Weihnachten ist dir total egal. Das stimmt nicht, Loki. Och. Weihnachten ist ein wichtiges Fest. Oh, ja. Immerhin feiert man da den Geburtstag meines Sohnes. Oh. Außerdem habe ich die Krippe damals selbst gekauft. Ja. Und es war nicht leicht, eine zu finden, die nur aus Rauchmännchen besteht. Aber du willst es nie weihnachtlich machen. Wir haben noch keinen Baum, wir haben keine Leuchtsterne, wir haben nicht mal Plätzchen gebacken. Das ist sehr traurig, Helmut. Loki, wenn man nichts gebacken kriegt, das ist nicht traurig. Das ist schwarz-gelbe Koalition. Ach, aber man... Helmut! Man kann es sich doch auch mal nett machen. Weißt du noch, letztes Jahr, das war so schön. Ich habe alles so schön geschmückt, Lichter aufgehängt, wir haben Glühwein getrunken. Und ich hatte das Gefühl, ich sehe den Stern von Bethlehem vor mir. Das war nicht der Stern von Bethlehem. Du warst so knülle, du hast eine Wunderkerze geraucht. Aber Helmut! Ich will es festlich haben, ja, vor allem an Heiligabend. Den will ich einmal schön feiern. Das machen wir auch. Ja. Wir schauen uns wie jedes Jahr alle meine alten Weihnachtsansprachen an. Und auf Pro7 kommt gegen Mitternacht noch ein Film über mein Leben. Ach, der von Maischberger? Nein, The Fog, der Nebel des Grauens. Ach, aber... Helmut, ich will mal was anderes erleben, mal schöne Musik hören. Früher sind wenigstens noch die Nachbarskinder gekommen und haben uns was auf der Flöte vorgespielt. Aber die hast du vergault. Das stimmt nicht, Loki. Ich habe damals sogar von einem Kind die Flöte geliehen und mitgespielt. Ja, aber in die Flöte bläst man rein. Man zündet sie nicht am Ende an und zieht dran, Helmut. Wir könnten doch mal in ein Konzert gehen oder wenigstens eins im Fernsehen angucken. Im ZDF gibt's Weihnachten immer so eine schöne Sendung, wo Musikanten spielen in einer Hütte und dabei schneit es so romantisch. Das ist kein Schnee, Loki, das sind die Schuppen von André Rieu. Ach, Helmut. Helmut, du bist so stieselig, Helmut. Ich wette, ich krieg auch mal wieder kein Geschenk. Loki, ich hab dir in den letzten Jahren zu Weihnachten immer ein schönes Buch geschenkt. Ja, deins. Ich will noch mal was anderes. Aber ich wusste gar nicht, dass es auch andere gibt. Ach, Helmut, alle anderen Frauen kriegen Geschenke. Zum Beispiel unser Nachbar. Der schenkt seiner Frau jedes Jahr was Persönliches. In dieses Jahr kriegt die sogar erotische Unterwäsche, einen roten BH. Loki, ich hab dir auch mal einen BH geschenkt. Das war kein BH, das war HB. Helmut. Loki, Geschenke werden überschätzt. Ach. Man kennt das doch, man schafft sich was an und dann merkt man, es ist totaler Mist und muss umgetauscht werden. So wie diese fiesen Socken, ekligen Krawatten oder Franz Josef Jung. Helmut, jetzt reicht's. Ich will ein schönes Weihnachten. Ich will ein Geschenk und ich will mal Gäste haben. Aber zu uns kommt ja keiner mehr. Du hast ja sogar die Klingel abgestellt. Das stimmt nicht. Ich habe die Klingel repariert und sie müsste auch gleich klingeln. Siehst du? Sie tut's wieder. Och. Und wer kommt jetzt? Es kommt ein Gast und ein Geschenk für dich. Du bekommst eine Tasche. Eine Tasche? Ja, eine Labertasche. Henry Kissinger steht draußen. Oh nein, nicht Henry Kissinger.